Den Blitz hat er auf jeden Fall schon mal verbraucht. Das heißt, er hat jetzt höchstens hier nochmal einen Vorteil. Oder da hier. Na gut, hier hat er auch einen Vorteil, glaube ich. Ja. Aber wir können abrollen, das ist okay. Autsch! Verletzt ist natürlich extrem schade. Verpasst das nächste Match. Ah, nicht schon wieder einer. Das war jetzt eigentlich. Ja, gut, jetzt kann er hier theoretisch durch. Jetzt muss ich mir erstmal überlegen, was man jetzt genau machen mit dem Abrollen hier. Was das genau nochmal bedeutet. Oh, gelähmt. Auch nicht so schön. This is going to be decisive. So. That's it. Zuerst mal ein bisschen gerangelt. Ja, kennen das ja. Mit Chaos habe ich irgendwie nur Pech. Ich hoffe, das wird sich nicht durch das ganze Spiel ziehen. Also momentan habe ich immer noch den Ball. Das muss man ja erstmal positiv hervorheben. Ah, immerhin. Ich möchte tatsächlich dahin. Und er kommt mit. So. Er soll auf jeden Fall ein bisschen aus der Reichweite erstmal laufen, damit die Kuh ihn nicht gleich umhaut. Da hätte ich eigentlich gerne den Blitz wahrscheinlich. Muss mal gleich mal schauen. Nee, das ist der auf keinen Fall. Obwohl, ist eigentlich. Nee. Ach, ich gebe ihm eine Chance. Nein, ich gebe ihm keine Chance. Es ist immer schwierig. The attacker has an assist. So, jetzt kann ich mit ihm blitzen. Und es hat geklappt, das ist schon mal gut. Wir folgen ihm natürlich. Stellen uns danach noch ein bisschen in den Weg gegen ihn. Oder lieber hier noch mal rein. Das hat auch natürlich einen Grund. Wir laufen mit ihm weiter nach Nordosten, sage ich mal. Ich glaube, er kündigt sich langsam ein kleiner Plan an. Wenn man den jetzt versucht. Oh, nee, das geht gar nicht. Haben wir hier wenigstens eine Chance? Auch nicht, wirklich. Okay, ein sowas müssen wir auf jeden Fall nochmal riskieren. Aber ich würde es lieber hier hinten machen. Nein! Ach, das war klar. Wenn man es mal ein bisschen riskieren möchte, jetzt kann er natürlich ihn jagen. Müssen wir mal gucken, wie er vorgehen wird. Hinten haben wir wenigstens wieder einen freien. Autsch. Das Vorteil für ihn. Au, K.O. Nein, 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 nein. That's gonna hurt in the morning.
Ja, 9 plus Rüstung und trotzdem, er hat eine 10 gewürfelt. Verletzung wenigstens nicht so tragisch. Passt das eigentlich so bei der von der Lautstärke her oder ist das Spiel noch zu laut im Vergleich zu mir? Könnt ihr mir dazu was sagen? Versucht's nicht. Ich denke mal, er wird den vorher einfach umhauen. Das wäre alles andere, wäre ein bisschen sinnlos. Ah, er versucht hier nochmal ein bisschen Vorteil zu erringen, damit er den ausnocken kann. Mit ein bisschen Glück mal. Hui. So, gehen wir am besten dahin. Gute Nacht. Willst du uns verlassen, ja? Schade. Gelähmt, natürlich. Hat er natürlich eine doppelte Chance mit Blitz und allem drum und dran. Ah, er will ihn sogar nach hinten kicken. Das ist natürlich eine fiese Sache. Mit ein bisschen Glück und mit ein bisschen viel Glück kann man es vermeiden, aber natürlich sehr unrealistisch. Und da geht er bei raus und wo fliegt er hin? Nach da. Na, das sieht doch aus, als würde das sich jemand gleich holen können. Ein Verletzter bis jetzt. Beim Gegner ist noch nicht mal jemand ernsthaft zu Schaden gekommen. Er versucht ihn aufzunehmen. Er fängt nicht. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Er braucht seinen letzten Würfel auf. Aber hat den Ball dann fest. Und der Einzige, der hier was machen könnte, Tronogor, ist erstmal noch gelähmt. Aber wir haben ja hier noch jemanden, der kann zumindest blitzen theoretisch. Es sei denn, die Kuh stellt sich in den Weg. 50% für das Tier und sie macht es super. Endlich ein bisschen Glück. Und jetzt gleich noch ein bisschen mehr Glück. Wie klasse ist der und K.O. Ich glaube, das Blatt wendet sich hier vielleicht sogar noch mal. Nur ein Würfel. Schauen. Wollen wir die Kuh blitzen? Nein, die Kuh darf auf keinen Fall blitzen. Die muss sich nur noch hinstellen. Elvis darf ich jetzt nicht aufstehen lassen. Ihn lieber auch. Obwohl doch ihn schon. Tja, ist eine gute Frage. Was machen wir? Wir gehen auf Nummer sicher und hauen als allererstes auf ihn. Andere Chance bleibt uns erstmal nicht. Ja! Erfolgreich! In der Hoffnung, dass das was bringt. Vielleicht bekommen wir den Ball direkt zugeworfen. Nein, bekommen wir nicht. Aber jetzt können wir ihn endlich ausschalten. Auch wenn das dann gerade im Mai auch nicht funktioniert hat. Wir können hier nochmal zuhauen. Naja. Ah, wieso ist meiner gelebt? Gut, dann gucken wir mal, was er jetzt in seiner Runde macht. Und vor allen Dingen immer gleich alle gelähmt. Das ist eigentlich das Bitterste an der ganzen Geschichte.
Auf jeden Fall ist der Ball gerade für weder für ihn noch für mich greifbar. So, wenn die Kuh weg ist, kann ich natürlich auch wieder einen mehr bewegen. Im Moment hat er noch den Vorteil, dass er einen Spieler mehr auf dem Platz hat als ich. Bei mir ist ja einer K.O. und einer verletzt. Der K.O.-Spieler könnte sogar nächste Runde wiederkommen, wenn meiner Liga trotzdem liegen bleibt vielleicht. Das heißt, mit ein bisschen Glück sind wir nächste Runde auf Gleichstand im Moment. Zumindest danach aus. Oh, schön, schön, schön. Rundenende in so einem Augenblick ist wenigstens ist das eine super Nachricht. Ihn müssen wir auf jeden Fall aufstehen lassen. Und ihn eigentlich auch. So, und jetzt müssen wir überlegen, wie wir es machen am besten. Ich werde versuchen, mit der Kuh ihn hier einfach mal wegzustoßen. Das Gute ist, dass dadurch auch der andere wegkommt. Ja. Wir können den Ball aufnehmen. Der Ball ist frei. Mit ihm könnten wir den Ball aufnehmen, ohne dass wir irgendwie Gefahr laufen, dass wir vorher schon versagen. Tja, ich würde erstmal. Ja, hier ist eine große Versagenschance eigentlich. So, wir müssen mal auf die Art. Und wir nehmen den Ball auf, hoffentlich. Ja, sehr gut. Jetzt ist es Pflicht, dass er aufsteht. Als nächstes versuchen wir noch, das hier wirklich zu erreichen. Immerhin, er ist aufgestanden. Das ist ja das Wichtigste in dem Moment eigentlich gewesen. Ach, wir hätten stehen bleiben sollen, dann hätten wir auf Nummer sicher gehen können. Wir versuchen das. Jetzt kann er zwar eigentlich theoretisch drumherum, aber er müsste auf jeden Fall blitzen, um mit ihm was anzufangen. Und hier werden wir auch nochmal was versuchen. Naja, gut, immerhin beide liegen am Boden. Schauen, nächste Runde stehen auf jeden Fall wieder alle für mir. Also im nächsten Zug meine ich damit. Ah, okay, er geht nur bis dahin. Er blitzt. Ah, Mist. Like halflings round a sandwich. What can you do against a full-speed horned opponent? Das war jetzt sehr, sehr ärgerlich. K.O. noch der nächste. Ach, doch wieder da. Festgestellt, dass jetzt Wochenende kommt, oder? Oder schon ausgeschlafen. Tja, es rattert beim Gegner. Was soll er jetzt tun? Was soll er tun? Was soll er tun? Okay, jetzt will er es tatsächlich nochmal hier wissen. Ach, das schafft er. Was auch nochmal schlecht ist natürlich für mich, ist, dass er bleibt.